Wir sind hier versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Jubilare, liebe Gäste, liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute zum Festgottesdienst Ihrer Jubelkonfirmation. Es ist ein Grund zum Feiern, zum Freuen, zum Danken, zum Singen. Gelegenheit zurückzudenken an diesen Festtag damals vor vielen, vielen Jahren und ja, das alles, was da dazwischen liegt, zwischen damals und heute. Schön, dass wir so viele geworden sind. 5 von Ihnen waren vor 25 Jahren hier gestanden. Bei 7 ist es jetzt 50 Jahre her. 3 standen vor 60 Jahren hier am Altar. Bei 2 von Ihnen sind es 70. Ja, und Herr Strauß, kaum zu glauben, vor 75 Jahren haben Sie hier Ihr Ja zum christlichen Glauben gesagt, 1947. Das wollen wir feiern. Im Namen unseres dreieinigen Gottes. Wir singen unser erstes Lied. Tun wir auf die schöne Zeit. Überfordern, manchmal schier verzweifeln lassen. Wir bringen vor Gott
unser Vertrauen und unsere Zuversicht, unsere Unsicherheit und auch unsere Zweifel und bitten ihn um sein Erbarmen. Die trägt 100-fach, der andere trägt 60-fach, der dritte 30-fach.
Ehre sei dir, Herr. Irgendwann mal leisten, wenn es gut läuft. Ja, als Sie als Konfirmandinnen und Konfirmanden in Ihr Leben gezogen sind, da war ja auch bald die Schulzeit zu Ende und dann sind Sie losgezogen, um ja, Ihr Glück zu machen, Ihr Glück zu finden. Und das haben Sie wahrscheinlich ganz unterschiedlich gemacht. Wir sind ja unterschiedlich gestrickt. Es gibt die eine, die weiß genau, ich will das große Rad drehen. Ich krempel die Ärmel hinter, ich schaue, wo was geht. Werde gucken, dass ich meine Silbermine meines Lebens finde. Und ich habe immer einen Plan, mir fällt immer was ein, ich bin immer am Überlegen, wo kann man noch was optimieren und
Man geht Risiken ein, man blendet Energie auf, buddelt und gräbt sich so durch, durch seine Silberminen des Lebens, bis man einen oder Diamanten, andere Diamanten tatsächlich findet oder heiratet oder was auch immer. Also, das ist ja auch wunderbar. Also, das Leben ist ja da so eine Schatzsuche, die auch eine Glückssache ist. Denn wir wissen, es ist natürlich nicht alles in unserer Hand. Also, Fleiß und Talent sind wichtig, aber nicht alles. Manchmal dreht sich alles über Nacht und dann wird es doch wieder anders. Aber echte Schatzgräber, die geben nicht auf, fangen irgendwo neu an. Irgendwie wird es doch wieder gelingen. Anderen Leuten geht dieser Eifer völlig ab. Was soll ich denn in der Welt groß rumsuchen, wenn das Leben längst schon da ist? Das, was ich habe, habe ich und ich mache das Beste draus. Ich muss mich doch nicht verrückt machen. Jeder von uns ist anders und jedes Leben ist anders. Und das hat man auch nicht zu bewerten, sondern das ist das Schöne, dass jedes anders sein darf. Und wenn Sie jetzt hier so heute sitzen, kommen unglaublich viele Lebensjahre zusammen, auf die man zurückblicken kann. Und da könnten Sie ja Geschichten erzählen. Weil da in 25, 50 bis hin zu 75 Jahren so viel passiert ist, was Sie geschafft, was Sie erlebt haben, was Sie gestaltet haben, aber auch was Sie manchmal aushalten mussten, ertragen und gelitten haben. Da ist viel, viel Wasser im Fluss Ihres Lebens hinabgeflossen. Das ist zwar im Leben lang geflossen, es ist aber nicht vorbei. Da bleibt ja immer was zurück. Also wie bei einem Fluss auch. Der feine Sand am Boden des Lebensflusses, da setzt sich ja immer was ab, da bleibt ja was zurück. Das ist ja nie alles weggespült. Und jetzt stelle ich mir so vor, ich stelle mich da in den Fluss meines Lebens mit so einer Goldschürfschale und fange mal an, im Sand meines Lebens, meiner Lebensjahre da mal zu waschen, Gold zu waschen und zu schauen, was da zu entdecken ist. Also, ob da nicht doch das eine oder andere Goldstück zutage kommt, Momente, die einfach Gold wert waren. Als Goldschürfer im eigenen Leben, das Gold, das Silber, die Diamanten seiner eigenen Biografie finden. Goldwaschen ist ja eine Kunst. Das ist gar nicht so einfach, in unglaublich viel Sand dann die winzigen Goldstückchen zu entdecken. Also, das sind ja so viel farblose Alltagssandkrümel angehäuft in meinem Lebensjahr, wo man sagt, naja, was war da groß, ja? Und dann muss man immer waschen, suchen und schauen, was war denn da und da. Und dann krabbeln die irgendwann raus, diese Momente, und dann stimmt, das habe ich voll vergessen, aber das war ja was ganz was Besonderes, das war ganz was Schönes. Da braucht man Geduld, da darf man sich nicht zu früh enttäuschen lassen, wenn man da nicht gleich was findet. Manchmal hilft es vielleicht auch, wenn einer da ist, sagt, komm, mach weiter, du findest was. Ich weiß das doch, ich kenne dich doch und ich kenne doch dein Leben. Also da war nicht immer alles nur langweilig oder schlecht. Ich weiß, ich habe es ja auch erlebt, wie das ist, wenn man nachdenken sucht. Wenn man sich lange genug durch den Sand seiner Biografie, durch den Sand seines Lebens wäscht, dann kommen sie schon, die großen und kleinen Nuggets. Momente des besonderen Glücks, die sind halt anders, die leuchten raus aus dem Alltag. Manchmal sind es ja Momente des privaten, familiären Glücks, wo Liebe spürbar wird, Zusammengehörigkeit, wo man gemerkt hat, wie alles, was man getragen hat und einfach stimmig war und gut. Auch der Glaube hat manchmal so Goldmomente. Situationen, wo ich gespürt habe, Gott ist da. So intensiv, dass ich vielleicht als Franke gar nicht genau weiß, wie ich damit umzugehen habe, weil ich das ja gar nicht so gewohnt bin, so über Glauben zu reden. Und plötzlich ploppt da irgendwas in mir auf. Das sitzt da mit dem Gott anscheinend doch ernster, als ich gedacht hätte. Vielleicht sind es ja gerade auch so die stillen Momente. Also, das ist da, wo es ruhig ist, eher mal golden schimmert, wo der ganze Trubel des Alltags sich legt und ich auch mal zu mir selber komme und selber in mir Entdeckungen mache. Golden Nuggets der eigenen Biografie in der Hand zu halten und wertzuschätzen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Worte aus dem 103. Psalm sind mir dazu eingefallen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Ich will froh sein über die Momente meines Lebens, über die Phasen meines Lebens, die einfach gut, schön und wertvoll waren. Momente und Menschen, die mir geschenkt waren. Und ich will meinem Gott für all das Danke sagen. Aber es gibt ja nicht bloß Gold. Wie ist es mit Diamant und Eisen? Wenn ich die aus dem Fluss meines Lebens herausfische, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Unsinn, Herr Blaufelder. Als erfahrenen Geologen ist es immer schwierig, wenn ich über sowas rede. Aber also ich habe mir zumindest weiß machen lassen, also so ein Eisenstück, das ist halt in der Regel das Erz, das wirkt doch verrostet und gammelig. Und einen Diamanten, der kommt ja nicht so wie im Juweliershop, ja? Sondern den kann man verwechseln mit irgendeinem gelblichen Kiesel. Das ist schon blöd. So was Tolles schaut erstmal unspektakulär aus. Also, das sind Dinge, die sind wertvoll, aber die haben, bevor sie wirklich einen Wert für mich und für uns Menschen gewinnen können, erst noch einen komischen Prozess vor sich. Also, bei so einem Diamant, wenn ich da so ein Einkaräter hätte, toll, aber der ist nichts wert. Erst wenn der gespalten wird, geschliffen wird, danach hat er nur so ein halbes Karat. Aber dann habe ich den Diamanten. Vorher ist er nichts wert. Also, da blutet einem ja das Herz. Da hast du einen irren Monstrum-Diamanten und nach dem Schliff ist er bloß noch halb so groß, aber erst dadurch ist er ein Diamant geworden, der überhaupt einen Wert hat und in dem sich alles wieder spiegelt und funkelt. Ja, und genauso unlustig ist es auch mit dem Metall. Erst im Feuer des Schmelzofens entsteht das, was wir dann als Eisen, als Kupfer, als Silber schätzen. Um das edle Metall im reinen Zustand zu bekommen, muss es erstmal durchs Feuer. Warum erzähle ich davon gerade so? In der Bibel finde ich etliche Stellen, wo schmerzliche Lebenserfahrungen mit der Herstellung von Edelmetallen verglichen werden. Das sind Bibelverse, die hört man eher selten in der Kirche, ja? Weil sie nicht so kuschelig und schön klingen, wie der Herz man hörte. Beim Propheten Jesaja zum Beispiel, da heißt es: Ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Also der Gedanke, dass das, was in meinem Leben entsteht, manchmal erst dadurch entsteht, dass ich schmerzliche Prozesse durchlaufe. Also, dass sich erst im Glutofen des Elends zeigt, wo das Edelmetall in meinem Leben ist. Dass man erkennt, was bei mir bestehen bleibt, erst wenn der Höllenritt, den ich da vielleicht irgendwann mal im Leben hatte oder haben werde, durch ist. Einer, wo am Schluss nichts mehr war wie vorher. Es ist ja total in, Krisen als dornige Chancen zu verkaufen. Ich finde das furchtbar. Es ist ja schön, wenn man irgendwie sagt, ja, es ist alles toll. Aber wenn man tut, als könnte man jeder menschlichen Tragödie etwas Positives abgewinnen, da ist immer das Problem, dass unter der Hand das Schlimme dann gar nicht mehr so schlimm ist. Aber oft ist das Schlimme doch schlimm. Weil es so ist, dass es Katastrophen gibt, die einen im Leben den Boden unter den Füßen wegziehen und einen buchstäblich in den Glutofen des Elends stürzen, wo man gar nicht mehr weiß, wo es oben und unten, wo der eigene Glaube sogar zu einem sehr, sehr brüchigen Strohhalm wird, wo eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Mancher von Ihnen wird solche Zeiten erlebt haben. Und vielleicht haben Sie dann auch gespürt, wie hohl das ist, wenn andere in solchen Momenten versuchen, einen aufzumuntern, zu motivieren und zu sagen, ach, sieh das doch mal als Chance. Aber vielleicht findet sich dann irgendwann unter der Asche meines persönlichen Glutofens dann doch was Neues. Etwas, was ich als neuen Schatz, neuen Wert in meinem Leben entdecke, wo ich denke, okay, all das Schwere hat dann doch auch was Gutes entstehen lassen. Liebe Jubilare, das war jetzt viel schwerer Rückblick auch, viel Schürfe in der Vergangenheit, aber Sie haben ja auch noch Zukunft vor sich. Ne?
Und die will auch gestaltet sein, weil sie auch weiterhin Schatzsucher sind. Also, vielleicht hilft es ja, wenn wir öfter, so wie heute mal, den Sand im Fluss unseres Lebens sichten und schürfen. Mit den großen und kleinen Entdeckungen unserer Vergangenheit. Mit den goldenen Momenten, Dingen und Menschen, die sich für uns als wertvoll erwiesen haben. Natürlich, es gibt weiterhin wertlosen Firlefanz, der ist längst schon wieder fortgespült im Leben, ist auch okay. Aber wir haben die Diamanten, die erst noch Schliff benötigen. Wir haben das Silber, das sich erst zeigt, wenn die schlimmste Glut des Schmelzofens verloschen ist. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, aus der Vergangenheit zu lernen und damit unsere Gegenwart und die Zukunft gut zu gestalten. Dazu hat er uns unseren Verstand gegeben. Aber weil wir wissen, dass der Verstand nie alles ist und unser Können nie alles ausschalten kann, was wir nicht in der Hand haben, weil so vieles sich unseren Einfluss entzieht, bin ich heilfroh, dass ich als Kind Gottes auch sagen kann, lieber Gott, danke, dass du uns Menschen nicht allein lässt. Bei dir, bin ich sicher, fühle ich mich geborgen, egal was kommen mag. Das ist mir wichtig in meinem Glauben. Und darum freue ich mich, dass zur Jubelkonfirmation es eben dazu gehört, dass wir Ihnen, so wie damals bei Ihrer grünen Konfirmation, den Segen Gottes nachher zusprechen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
liebe Jubilare, Sie blicken auf einen langen bis sehr langen Abschnitt Ihres Lebens zurück. Da ist Ihnen vieles begegnet, Erfolge, Scheitern, Glück, Traurigkeit. Das Leben hatte Kurven und auch Sackgassen. Das Leben ist ja immer ganz vielen Veränderungen unterworfen. Und zugleich gibt es im Leben immer auch Konstanten. Zum Beispiel hier die Kirche, die steht immer noch da. Und der Taufstein, über den Sie oder die meisten von Ihnen getauft worden sind, steht immer noch an der gleichen Stelle. Und heute können Sie sich daran erinnern, wie Gott zu Ihnen gesagt hat, ja, und Sie es zurückgesagt haben. Dass er versprochen hat, ich bin bei euch, und Sie das immer wieder auch entdecken konnten. Sie sagten ja zum christlichen Glauben, darum wollen wir unseren Glauben gemeinsam bekennen und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Es ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort herkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Einige von Ihren Mitkonfirmanden leben heute nicht mehr. Es macht traurig, dass man weiß, Sie sind nicht mehr hier unter uns. An dieser Stelle wollen wir Ihre gedenken und soweit wir Ihre Namen kennen, werde ich Sie verlesen. Aus der Gruppe der silbernen Konfirmanden ist verstorben Herbert Gündner. Aus der Gruppe der goldenen Hermine Gugel. Aus der Gruppe der diamantenen Helmut Förtsch und Karl-Heinz Friedrich. Bei den eisernen sind verstorben Georg Egermeier und Roland Egermeier. Bei den Gnadenkonfirmanden Gerda Blaufelder, geborene Kuckott, Fridolin Förster, Anneliese Förster, Alfred Kampsch. Bei den Kronjuwelen haben wir Abschied genommen von Leonhard Brandt, Johann Titel, Friedrich Schwinghammer und Erwin Winkler. All unsere Verstorbenen befehlen wir der Güte Gottes an. Wir vertrauen darauf, dass Gott sie in seiner Hand hält, dass sie in seinem unsichtbaren Reich ihre Heimat gefunden haben. Wir haben ein Gebet unserer Jubilare. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit unserem Dank für gute Tage, die wir hatten, für Bewahrung auf langen Wegen, die wir gegangen sind, aber auch für schmerzliche Erfahrungen, an denen wir gereift und gewachsen sind. All das macht unser Leben aus. Für alles, was du uns gegeben hast, danken wir dir. Treu hast du uns geleitet, du hast uns bewahrt. Du hast uns vergeben, du hast uns gestärkt. Für all die uns bisher geholfen haben, danken wir dir. Alle, die nicht mehr unter uns sind, gedanken wir. Dir vertrauen wir uns heute an und bitten dich. Geh mit uns durch den Wechsel der Zeiten. Wir befehlen dir unsere Kinder und Kindeskinder. Wir befehlen dir unsere Gemeinde. Wir befehlen dir unser Volk. Die ganze Welt, die dein Erbarmen braucht. Schenke uns deinen Frieden. Amen.
Ja. Am 8. Mai war für evangelische Jugendarbeit in Bayern bestimmt und 34 Euro in Einlagen gegeben wurde und 22 Euro. Wir sagen herzlichen Dank für diese Gaben, Gott segne die Gebe und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Kirchenmusik in Bayern. Die Einlagen im Klinikbeutel sind für die Arbeit der eigenen Gemeinde bestimmt. Am kommenden Sonntag feiern wir um 9 Uhr wieder Gottesdienst in der Kirche. Am Mittwoch ist Konfirmandenkurs im Brunnen, am Donnerstag um 9 Uhr Kirchenvorstandssitzung. Am Freitag laden wir herzlich ein zum Weltgebetstag hier in unserer Hugenottenkirche. Er steht in diesem Jahr unter dem Thema Zukunftsplan Hoffnung. Er wurde von Christinnen aus England, Wales und Nordirland erstellt. Frauen laden ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Wir feiern ihn hier in unserer Kirche und es ist auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, Landesspezialitäten hier noch zu verkosten. Das kriegen wir, glaube ich, hier in unserer Kirche ganz gut hin. Die Teams, die aus Wilhelmsdorf und Bund sich ja zusammengetan haben, freuen sich auf ihren Besuch. Ein großes Dankeschön möchte ich allen sagen, die geholfen haben, dass sie diesen Gottesdienst hier heute feiern können. Ihnen als Jubilarinnen und Jubilaren, dass sie gekommen sind, dass sie sich auch in der Vorbereitung mit eingebracht haben. Ich danke der Helene Bausenmein, dass sie uns heute an der Orgel so wunderbar musikalisch beglückt hat. Danke sehr, dass Sie sich da auf den Weg gemacht haben. In der Eigengemeinde jetzt auch genügend Arbeit gegeben. Dem Stremperler? Ja, weißt du, wie man das korrekt, wie ist das mit Artikel? Stremperler. Also, Sie wissen, was ich meine. Stremperler haben wir jetzt endlich wieder mal gehört. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und uns mal fränkisch mit schöner Musik begleitet habt. Ich danke unserem Posaunenchor, der auch mitgespielt hat, und ich sage dem Samuel Müller ganz herzlichen Dank, dass er uns die Lesung gehalten hat, dass heute quasi da ein Grüner oder ein grünender Konfirmand, also er ist der Nächste, der hier bei uns Konfirmation feiert in Wilhelmsdorf im nächsten Frühjahr, auch das heute abgerundet hat. Ja, ich lese Ihnen noch den Psalm 98, den ersten Vers vor, das ist nämlich der Wochenspruch. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ich hoffe, ich habe sonst nichts vergessen. Dann wollen wir zum Abschluss noch beten. Doch, ich habe was vergessen. Sie können wieder Platz nehmen. Es sitzt sich bei uns gut. Und weil jetzt haben wir gerade den Posaunenchor so schön gelobt und Dankeschön gesagt, dann muss man eben, also wir sagen nochmal extra schön Dankeschön, weil wir hören noch was. Unsere eigenen Wege gefunden, haben verschiedene Phasen unser Leben durchwandert.
Für das, was wir an Gutem erfahren durften, sind wir dankbar. Wir bitten dich, bewahre uns auf unserem Weg, verschone uns vor Schicksalsschlägen und Abgründen des Lebens. Wo wir aber durchs dunkle Tal hindurch müssen, bitten wir dich, sei du uns nahe und führ uns wieder ans Licht. Mitten in unserer Welt, die sich immer schneller verändert, bitten wir dich, gib uns Orientierung. Lass uns offen sein für unseren Nächsten. Bewahre uns, Geschöpfer. Nimm uns an der Hand. Gib uns Frieden dort, wo wir ihn brauchen. In unseren Familien, unseren Gemeinden, in den Krisenregionen unseres Planeten. Eigentlich in allen Ländern, in denen wir Menschen zu Hause sind. Bewahre uns und schenk uns immer wieder deinen Frieden, deine Güte, deine Liebe. Amen. Geht unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.